X2 Transmitter Antennenanlage. Da ist wieder dieses Symbol. Und wir haben Feinde. Soll ich mal die Trepperbüchse versuchen? Was haben wir hier überhaupt für Feinde? Na, das bringt natürlich viel. Dann muss man ja näher daran. Wo noch? Da oben. Ja, soll der erstmal näher kommen. Wir plündern hier unten. Ach, immer nur Leere. Und keine Sternkronkorken. Nirgendwo. Oder bin ich einfach nur zu blöd und sehe die nicht? Und jede Menge Mikrofusionszellen. Das Blöde ist, wir können unsere Energiewaffe damit ja kaum benutzen, weil die halt so schnell alle geht. Bitte Bereich räumen, bis die Ordnung wiederhergestellt wurde. Okay, ich überlasse es den Zuschauern, also euch. Reparaturmod einfügen, dass man nicht mehr reparieren muss oder so weiter versuchen. Ich meine, über kurz oder lang werde ich es wahrscheinlich eh machen. Aber vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an. Aber momentan benutze ich halt einige Waffen einfach noch nicht, weil sie so schnell repariert werden müssen. Ich kümmere mich gleich um den Protektron. Er soll erstmal ein bisschen näher kommen. Klingt so verraucht. Er klingt so verraucht. Als hätte er ein paar zu viele Zigaretten genommen. Das ist eine schöne Aussicht. Das mag ich. Achtung, Big NT. Die Chancen auf einen klaren Himmel liegen bei 95%. Dazu stellenweise Artilleriefeuer. Ja, ganz normal. Wie das Wetter in der Ukraine. So. Da vorne geht ein Weg lang. Ich glaube, den gehen wir gleich erst. Vielleicht gehen wir doch erst nach oben. Nach oben. Ach ja, man kann ja immer noch keine Leitern klettern. Es führt mich aber doch dahin. Na egal, jetzt probiere ich es erstmal aus, was hier oben so ist. Jetzt gucke ich hier mal. Was habe ich denn jetzt schon wieder nur da unten übersehen? Ich könnte schwören, ich war schon überall. X2. Ach so, ja. Ich habe nichts übersehen. Sie versuchen wohl die X2-Transmitterantenne zu stehlen. Was? Das werden meine tödlichen Roboskorpione sicher zu verhindern wissen. Ich habe sie schon gestohlen, also. Aber ich habe so das leichte Gefühl, da sind jetzt welche gespawnt. Ja. Aber wie viel halten die denn aus? Ich mache ja gar keinen Schaden. Ja.
Ich switch mal so ein bisschen durch die Waffen. Übrigens, warum so farbig? Ich war damals ein Freund von solchen Farben, aber sieht ein bisschen aus wie so ein Spielzeug, ne? Hauptsache möglichst viele knallige Farben, um Kinder halt zu beglücken. Die Aufmerksamkeit von Kindern zu erregen. Neun, acht. Ich wollte nur gucken, wie viel Schaden ich so mache. Stimpaks habe ich ja genug. Wenn ich dann mal... Danke. Ich glaube, ich bin verletzt. Da vorne. Halt. Sensormodul kann wieder zurück. Sensormodul. Halt, das sind Hilfsmittel. Ich wollte bei Sonstiges. Ja. Wirklich rentieren tut sich das Töten der Viecher hier auch nicht. Weil man nur 10 Energiezellen gerade zurückbekommt. Mal gucken. Stachel. Das ist nicht sonderlich viel, aber mal gucken. Entkommen Sie nicht. Vielleicht hätte ich doch das extra Robotergegner töten nehmen sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit sehr viel wenig Munition... Energiezellen 50. Okay. Das ist schon besser, aber auch immer noch nicht gut. Ich komme mit sehr wenig Munition zurück. Da muss ich mir eine Menge craften. Vielleicht wechsle ich dann auch irgendwann mal auf Nahkampfwaffen. Ein bisschen. Wie den Ripper. Oder was andere, oder andere gute Nahkampfwaffen. Und wie gesagt, wenn ich dann halt nicht reparieren muss, habe ich wenigstens etwas in meiner Hinterhand, das ich durchgängig benutzen kann. Als Stimpaks. Ich glaube, es ist einfacher, ein bisschen mehr Schaden zu fressen und Stimpaks zu kaufen, als Munition. So doof ich das auch finde, es wäre tatsächlich dann lukrativer, wenn man nicht reparieren muss. Aber ich möchte jetzt nicht noch eine komplette Episode mit einem... Nein, Rant war es ja nicht. Es war ja eine Erklärung von diesem System und anderen Spielen. Lock. Energiezellen, 91. Okay. Das Blöde ist, wie gesagt, ich habe gerade keine Waffe für Energiezellen oder Energiewaffen. Doch, den Laser-RCW, aber der benutzt Electronic Packs und die kann ich dann ja auch nicht benutzen. Nein, so, danke. Wenn man durcheinander ist. Das Kuckucksnest. Warte, jetzt können wir doch mal die Trapperbüchse ausprobieren. Trail Carbine, ja. Das ist eine Waffe? MP-Bonusschaden gegen Roboter. Vielleicht kriegen wir es deshalb so viel gegen Roboter, damit wir das auch benutzen. Das ist ein Repetierer. Da würden wir jetzt natürlich wieder von... Hm. 357 und Punkt 44 sind so die Wild-West-Varianten an Munition, ne? Die sind größer als der da. Ich hau mir mal die ganzen Sunset Sarsaparillas rein.
Aber bringen tut das nicht viel. Ja, jetzt könnte ich das Perk brauchen, dass man mehr Schaden gegen Roboter macht. Doof gelaufen, aber... ja. Was soll's. Passt schon. Da sind eine Menge Gräber. Das, ja. Vor allem frischer Mais. Wer wurde denn hier drin gehalten? Kampfrüstung, danke. Ich brauche mehr von solchen Sachen. Da war übrigens wieder das... Was habe ich jetzt aufgenommen? Es sah aus wie ein Mentetz, deshalb habe ich es aufgenommen. Boah, reden und schlucken. Oh. Keine gute Mischung. Boah. Puh. Der Platin-Chip, den haben wir immer noch? Oh, das hat mir jetzt gut Tränen in die Augen gebracht. Oh. Mehl, wo auch immer ich das hier habe. Ja, was ich da jetzt aufgenommen habe, keine Ahnung. Ach, war wahrscheinlich Mehl. Ja, sieht auch so aus. Oh, und da ist er. Wer auch immer da. Das Kuckucksnest. Ah, da können wir rein. Ich würde halt so gerne Waffen benutzen, aber ich warte jetzt erstmal, was die Kommentare sagen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, dass ich so eine Reparatur-Mod benutze. Und hier sind natürlich wieder Leute. Einfach Bescheid sagen. Ich habe nichts da. Wo? Long. Wird mir aber... guck mal, er wurde die ganze Zeit nicht auf dem Radar angezeigt. Testsubjekt 1. Lobotomit. Lobotomit. Vielleicht nehme ich mir doch wieder was Vollautomatisches, obwohl es nützt eigentlich hier nichts. Wie kann die Trapper-Büchse so viel schlechter sein? Die Tracker haben 57 Schaden und die hier hat 82 Schaden. Verstehe ich nicht. Testsubjekt 1. Cotonic Inversion Axe. Saturn Fist, die nutze ich zum Reparieren von der, die wir schon haben. Oh.
Na lecker. Haben sie wenigstens was zu essen gefunden. Eine Menge sogar. Beckenprojekt Toaster. Die haben Toaster verehrt. Definitiv. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Beckenprojekt Lichtschalter. Und Toaster. Hm? Achso, jetzt sind wir hier. Okay. Einmal rumgegangen. Rechnen. Da wird sich jemand rechnen. Voodoo-Püppchen. Oder sowas ähnliches. Hatten wir die nicht in dem einen Fallout 3 DLC? Auch? Zuhauf? Point Lookout war es, glaube ich. Oh, da geht's wieder zurück, ne? Wenig Loot, aber nett. Vor allem Testsubjekt 1, wir haben jemanden mit einem besonderen Namen gefunden. Und natürlich das Toaster-Upgrade. Und einen sehr verstörenden... Also die haben hier eine Menge gesammelt. Das muss man denen lassen. Es sieht halt nur ein bisschen unordentlich aus. Außenfeldartillerieabschuss. Na, das machen wir jetzt noch. Meine Aggression erhöht sich linear. Hörst du? Pass auf, das passt von der Zeit eigentlich gerade gut, hier einen Schnitt zu machen. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich speichere hier ab. Und das nächste Mal... Wie viel haben wir überhaupt jetzt schon erkundet? Das hier. Und der Rest ist noch zu erkunden. Also wir haben eine Menge zu tun. Es ist kein kleines DLC. Das ist ja schon mal schön. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao.